Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silver. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Das klingt jetzt wieder ein bisschen klarer, da mein 15$ Logitech Headset besser als mein, keine Ahnung wie viel Euro teures Medusa Headset ist. Ja, da bin ich jetzt wieder umgestiegen und würde ich sagen, fit und frisch geht's weiter bei Let's Play Silver. Noch schöne Musik, schöner Wald. Oh. Es müssen doch definitiv für Gegner kommen. Wir werden aber mal ganz cool im nächsten Abschnitt laufen, weil da wissen die Gegner, dass wir vorbereitet sind. Genau, das meinte ich. So. Habst du das Gefühl, dass das nicht die letzten waren? Vielleicht sollten wir jetzt ganz schnell rennen. Ja. Na. Ah, der Falke ist wieder aufgeladen. Das ist ja fast aus dem Bild raus. Jack, was machst du denn? Komm. So. Da können wir gleich schon wieder heilen. Zack. Können wir uns selber auch noch heilen? Nee, wir boxen bloß bockig in der Luft. Na gut, dann heilen wir uns einfach, wenn die Mana wieder ein Stück regeneriert ist. Ei, die Kiste, fast übersehen. Ah. So, ein fetter Schack, der da reinspringt, hat das ganze Problem gelöst. Noch mehr Kisten und zum Glück Mana-Kugeln. Mana-Kugeln helfen uns, uns zu heilen. So, jetzt sieht es schon wieder ganz gut aus. Ich will ja nichts sagen, aber ich würde fast denken, es ist eine Falle. Keine Falle? Echt jetzt? Mir soll es egal sein, da können wir uns wenigstens noch ganz, ganz voll heilen. So, alles klar. Geht's weiter. Gut, dieser Seufzer galt nicht den Gegnern, die gerade erschienen sind, weil ich den ja vorher gemacht habe. Es galt diesen Treppenaufbau, weil das mir ja, also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die eine der ersten Folgen erinnern könnt. Seit dieser Folge, wo wir einmal diese weite Wendeltreppe nach unten mussten, habe ich irgendwelche, ja, treppenähnlichen Aufbauten, naja, stehe ich zumindest nicht so positiv gegenüber. Jetzt können wir vor allem da lang oder da lang. Falls wir dann irgendwann mal das überhaupt dahin können. Verdammt, ich dachte, der wäre schon vorher Geschichte. Ja. Rechts oder. Ah, ich gehe mal nach rechts. Rechts, na. Schnell auf den Magier, der nervt am meisten. Genau, und jetzt könnt ihr euch um die kümmern. Ich komme nicht hin. Komm ich doch hin? Ha, David, was machst du? Genau. Dankeschön. So. Jetzt dürfen wir uns natürlich schon wieder heilen. Yippie! Vivienne? Nein, Vivienne, nein. Halt. Wieso sind wir... Genau. Alles klar. Schauen wir trotzdem mal weiter, werden das schon überleben. Sagte er und stirbt im nächsten. Gott. Treppen, Wege. Ah!
sieht aus. Vor allem, was ist. Wo ist hier was erschienen? Ich sehe überhaupt niemanden. Hä? Gegner? Wo soll hier Gegner sein? Ich sehe da unten. Ah, geht mir nicht auf den Geist. Das ist gar nicht gut, dass er jetzt da oben ist. Chuck, klär das mal bitte. Ah. Ganze Grünzeug hier. Schätzt gleich eine riesen Kuh auf euch, die frisst euch dann. Jetzt, Falke! Meine Güte, das hört da wirklich nicht auf. Ich nehme jetzt dieses komische Amulett. Schack, lass mich vorbei. Soll ich den angreifen? Genau. Oh, meine Güte. Aber sind wir da wieder voll geheilt, wenn wir einmal dieses Amulett verwenden? Achso, wir können. Wir können es nicht deaktivieren. Aber ich warte erstmal kurz. Ah, jetzt. Halt. Schwerter ziehen. Ganz cool hinter dem Rücken. Immer wichtig. Jetzt haben sie uns auch ganz schön erwischt. Ich glaube, wir hatten aber auch Mana-Tränke. Hatten wir Magietrank. Ich probiere mal, wie viel. Was macht der? Der lädt ganz gut auf. Alles klar. Ah, für Vivian hat es noch nicht gereicht, aber vielleicht später. Was haben wir eigentlich noch? Das war, glaube ich, Schutzring, das war Unsichtbarkeit und das war der Golem. Was das hier unten ist? Wir haben auf jeden Fall irgendwo was vergessen. Aber wo ist die Frage? Vielleicht finden wir das noch heraus. Vor allem dieses Apfel und Kuchen. Ich meine, gut, Vivian, wegen mir, du kannst jetzt mal Kuchen essen. Wie viel bringt das? Ach, eigentlich eher sinnlos. Aber meine Magie regeneriert sich relativ schnell. Ja, genau, es hat sogar nochmal gereicht. So, jetzt weiß ich nicht, gehen wir zurück. Ich glaube, wir gehen zurück und gehen erstmal unten lang, bevor ich hier wieder komische Wege ausprobieren muss. Und danach geht's dann woanders hin. Ja. Und ich wurde gerade unterbrochen. Gut, die Kiste ist auf jeden Fall eine Falle. Die Kiste selber war eine Falle. Da, erst auf dem Bogenschütze, alle drauf. Ich halte mich fern von jeglichen. Ich halte mich fern von jeglichen Feuerpfeilen, würde ich sagen. Ich habe nur Böses über Feuerpfeile gehört. Wenn man die im Inventar hat, soll bei dem Spiel keine gute Idee sein. So, heilen. Ich glaube, ich habe den Falschen geheilt. Ah, jetzt hat sich doch gerade irgendwas verbessert. Das hat sich verbessert. Ah, wir sind auch bei Erde etwas weitergekommen. Was können wir denn da jetzt machen? Ah, und der Brocken an sich ist auch größer geworden. Nur leider haben wir jetzt keine Mana mehr, um weiter zu heilen. Ah, wir schauen mal, was da unten jetzt kommt. Vielleicht gibt es da was Feines.
Oh, ach, hier ist das Ausgrabungslager. Und da ist eine unsichtbare Kiste, die wir irgendwann mal öffnen können, wenn wir dieses gewisse Etwas haben, das sie aufdeckt. Wie jetzt? Verrosteter Schlüssel? Wie jetzt? Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis Silver für seine Taten büßen wird. Echt jetzt? Einfach hier war die magische Kugel? Zeitzauber. Ist halt die Frage, was Zeitzauber jetzt so genau macht, ne? Naja, müssen wir später nochmal ausprobieren. Vermutlich macht es uns schneller, Gegner langsamer oder sowas. Ah. Hab so die Befürchtung, dass das, was hier unten fehlt, das ist, was auch die Kisten aufdecken könnte. Vielleicht google ich da mal noch bis zur nächsten Folge. Da kann man mal schauen, was uns wie fehlt. Können wir jetzt eigentlich schon mal kurz heilen? Ich heile mich mal selber. Nein. Nein. Dann im nächsten Bild. Wird schon reichen. So, okay. Sieht ziemlich verlassen aus. Der Tee ist auf jeden Fall durch, der da über dem Feuer hängt. Schon seit einer Weile. Was war das denn? Schönes Ding. Ah, da bringt halt so Rückhüpfen nichts, weil man da nicht weit genug weghüpfen kann, wenn die so ein riesen Schwert halten. Da kommt. Genau. Oh, was ist das denn? Ein Bär. Wo kommen die denn her? Klingt wie mein Magen, wenn er Hunger hat. Unten ist ein Trank, Stärketrank. Jetzt haben wir auch einen grünen Schlüssel bekommen, grüner verrosteter Schlüssel. Gott. Wir eigentlich gerade noch mehr Schlüssel einstecken. Halbmondschlüssel und grüner verrosteter Schlüssel. Ha. Ich glaube, da muss ich wirklich mal nachgucken, wo die überhaupt überall reingepasst haben. Sonst gibt es hier nichts weiter, außer die gute Aussicht. Heilen können wir uns. Tja, gut, wer weiß. Vivians Schild ist bald hinüber. Ah, hier kommen wir raus. Ich hätte ja gedacht, dass hier eigentlich nochmal so was Endgegnermäßiges kommt. Aber scheinbar nicht, weil. Sondern eigentlich schon recht einfach, wenn da jetzt nur. Also es kamen ja prinzipiell nur Gegner, wenn man es mal. Also Anführungsstrichen nur. Und die Kugel haben wir halt einfach so gefunden. Das? Warum schießen die da auf den Baum? Warum machen die nichts? Da schießt einfach runter. Es tut mir echt leid, aber so oder so müssen wir euch jetzt verprügeln. Tut mir leid. Vivian, Attacke! Das ist schon echt. Jetzt fühle ich mich ja schon fast schlecht, aber wir haben uns eh die ganze Zeit so genervt. Haben wir da jetzt vielleicht den grünen Schlüssel bekommen dafür? Da kommt da ein ganz anderer Schlüssel rein. Was ist das jetzt? Ich werde mal den Golem beschwören. Und dann mal sehen, was dieses blaue Teil da macht. Ich würde denken, dass Pflanze ist, wird es wohl ein Problem mit Feuer haben. Kann natürlich auch sein, dass es sich einfach nur wegteleportiert. Nein, nicht stehen. Machen wir mal wieder Werwolf-Aktion. Ja. Ich werde euch einfach alle zackstücken. Habst du das Gefühl, wir müssen den Zeitzauber hier einsetzen? Ja, das Gefühl habe ich ziemlich stark. Aber gut, es kommen auch nur neue Gegner, sobald wir dem zu nahe gekommen sind.
So, okay. Wir können uns auf jeden Fall heilen. Ich probiere es einfach mal. Nimm das. Hallo? Man kann sich nicht bewegen, oder was? Warum ist er jetzt eigentlich nicht weggerannt? Warum rennt er uns jetzt nachher? Ihr könnt alle angreifen. Heilung. Nein, ihr könnt weiter angreifen. Aha, nimm das. Elende Kreatur der Finsternis. Jetzt haben wir auch wieder mehr Leben, mehr Mana. Schönes Ding. Und sind auch gleich voll geheilt. Ihr habt es mittlerweile, denke ich, jetzt habt ihr es mitbekommen. Ja, Silver hat natürlich nach der schönen langen Strecke, die wir hier gespielt haben, nochmal sich kurz entschlossen abzustürzen. Ein Schreiber, Gott sei Dank. Es tut mir leid, ich muss als erstes speichern. Ich bin der Schreiber. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer. Erzählt mir von euren Taten. Wir erzählen ja nur gerne, zu gerne, meine ich. Ja, schönes Ding. Ich guck mal, was da in der Kiste ist. Ah, ist doch jetzt nicht euer Ernst. Was ist das? Golem beschwören. Geld. Knochenschlüssel. Ja, in der Unterwelt. Da können wir den Knochenschlüssel verwenden. Weiß doch nicht, was der macht. Aber wir können da verwenden. Und was meint ihr jetzt eigentlich mit Golem? Ah, es ist jetzt auf Stufe 2. Das heißt, wir können einen mächtigeren, noch viel mächtigeren Golem beschwören. Ja, dadurch, dass ich jetzt nochmal doppelt spielen konnte und heute nicht so viel Zeit habe, muss ich die Folge jetzt an der Stelle schon wieder beenden. Wir werden in der nächsten Folge erstmal schauen, was uns der Knochenschlüssel bringt. Und ich werde nebenbei nochmal versuchen, ob ich eventuell rausbekomme, wo denn die anderen Schlüssel alle, dann hin müssen. Wer weiß, was wir da noch finden. Jedenfalls erstmal danke fürs Zusehen bei Let's Play Silver bei euren Evil Bob und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wenn sie da heißt Let's Play Silver und Weltretten und Schwert-Action. Alles klar, bis zum nächsten Mal.